Mein Name ist Marcel Wilhelm. Ich werde vom 26.11. bis zum 29.11. 200 Kilometer zu Fuß laufen. Das alles in meiner Rettungssanitäteruniform und einem ca. 10 Kilo schweren Rettungsrucksack. Und Marcel läuft und läuft und läuft für den guten Zweck. Er möchte Spendengelder für krebskranke Kinder sammeln. Sein Motto lautet, Krebs kennt keine Kilometer. Daher geht er zu Fuß nach Köln, was neben Egelsbach sein zweiter Wohnort ist. Aufgestanden bin ich ungefähr gegen 5 Uhr und losgelaufen bin ich gegen kurz nach 6. Ich hoffe, dass ich so gegen 19 Uhr an meinem Hotel ankomme in Bad Camberg. Das ist so mein erster Stopp. Und da bin ich ungefähr so 60, 65 Kilometer am ersten Tag gelaufen. Die Idee, sich für krebskranke Kinder einzusetzen, war für ihn sehr naheliegend. Er arbeitet nicht nur ehrenamtlich mit Kindern zusammen und kam dort schon häufiger mit der Krankheit in Berührung. Das Thema Krebs ist in seinem Leben allgegenwärtig. Ich bin Gruppenleiter von einer Jugendgruppe und habe da schon das andere Mal, also und bin dadurch schon relativ oft mal mit dem Thema Krebs bei Kindern konfrontiert worden. Und durch meinen Beruf des Rettungssanitäters hatte ich auch schon mal relativ oft den Fall, dass ich quasi Krebspatienten von A nach B fahren musste oder Einsätze mit krebskranken Kindern hatte. Und deswegen war es für mich naheliegend, das zu tun. Und man muss sagen, mein Vater hat auch mal vor mehreren Jahren mal Krebs gehabt. Deswegen war bei mir so die Einstellung, eher in die Richtung zu gehen. Marcel ist in seiner kompletten Rettungssanitätermontur unterwegs. Sein Rucksack wiegt um die 10 Kilogramm. Er hat also alles dabei, um im Notfall auch wirklich erste Hilfe zu leisten. Ihm war es wichtig, während der Aktion als Sanitäter aufzutreten. Weil ich mir dachte, dass ich dadurch die beste Möglichkeit habe, Aufmerksamkeit halt zu generieren. Und da war für mich einfach das Potenzial am höchsten, dass ich sagen kann, ich mache das in meinem richtigen Leben auch als Sanitäter sein. Deswegen laufe ich auch als Sanitäter. Marcel postet von seinem Fußmarsch den ganzen Tag über Videos und Fotos auf seinen Kanälen auf Instagram und TikTok. Keine Ahnung, ob ihr das so gut sehen könnt, aber es ist richtig, richtig steil. Ich probiere mal kurz zu wechseln, die Kamera. Ja, ist richtig krass, schon seit 10, 15 Minuten. Das raubt so Energie. Einerseits, um seine Follower auf dem Laufenden zu halten, andererseits, um neue Leute zum Spenden anzuregen. Denn das ist seine größte Motivation. Wenn man sich überlegt, jeden Kilometer, den ich jetzt laufe, habe ich Stand jetzt schon ungefähr 20 Euro, die ich für den guten Zweck quasi halt gesammelt habe. Und wenn man so drüber nachdenkt, so als Motivation, jeden Kilometer, den ich weiter und weiter laufe, 40 Euro, 60, irgendwann bin ich vielleicht bei 2.000 oder 4.000 Euro angekommen. Das gibt so meine Motivation. Eine tägliche Route von ca. 60 Kilometern ist schon eine Hausnummer. Für Marcel ist das kein Problem. Jedenfalls hofft er das. Ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, aber bei mir ist es so, nach 5 Kilometer Joggen macht meine Lunge nicht mehr mit. Aber irgendwie 20, 30 Kilometer Wandern in meinem eigenen Tempo hatte ich irgendwie gar kein Problem. Und habe festgestellt, ich konnte immer mehr und mehr Strecken halt abliefern. Deswegen dachte ich mir, okay, 60 Kilometer Wandern geht klar, 5 Kilometer Joggen eher weniger. Deswegen habe ich mich für Wandern entschieden. Marcel hat sich für drei Organisationen entschieden, die er unterstützen möchte. Den Förderverein für krebskranke Kinder in Köln, die Hilfe für krebskranke Kinder in Frankfurt und die DKMS. Am Ende seiner viertägigen Reise wird sein Ziel sein, sich dort offiziell als Spender zu registrieren. Ganz nach dem Motto, Stäbchen rein, Spender sein.